Trotz erschwerter Rahmenbedingungen möchte die Stadt Schwerin ihr großes Ziel, bis 2029 schuldenfrei zu sein, erreichen. Das erklärte Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier im Rahmen eines Pressegesprächs in der vergangenen Woche. Ja, also wir halten weiter an dem Ziel fest, bis 2029 unsere Schulden, unseren Kassenkredit abgebaut zu haben. Das geht nur mit der Entschuldungshilfe des Landes, die in jedem Jahr 9 Millionen Euro beträgt, wenn wir unsere eigenen Hausaufgaben machen. Uns schlägt ein bisschen die Entwicklung im Bereich im Teilhaushalt Jugend, also Hilfe zur Erziehung, Kita-Kosten, das schlägt uns ein bisschen ins Kontor und auch verminderte Steuereinnahmen, auch im Nachgang der Corona-Krise, die negativer prognostiziert werden. Ihm zufolge ist der Weg zur Schuldenfreiheit keineswegs leicht. Das werden wir heben durch durch eine Begrenzung von Personalausgaben in der mittleren Frist, also in der Mitte und zum Ende des Jahrzehntes. Und wir gehen von höheren Erstattungen, zum Beispiel bei der Eingliederungshilfe, Bundesteilhabegesetz, aus. Mit diesen Maßnahmen werden wir es hinkriegen. Es wird nicht einfach sein, aber wir halten weiter am Ziel 2029 fest. Außerdem darf die Stadt einen verminderten Teil der Mittel aus dem Theaterpakt für investive Zwecke nutzen. Badenschier bekräftigte, dass er trotz der verschlechterten Haushaltslage an geplanten Investitionen festhält.